Ich schätze die Heilkom als lokalen Dienstleister. Dazu braucht man eine extrem schnelle Internetverbindung. Mit der Heilkom zusammen konnten wir unseren Wettbewerbsvorteil an diesem Standort ausbauen. Wir sind als Firma Vitronet als Generalauftragnehmer für die HLCOM tätig, für ein hochmodernes Glasfasernetz, wie wir es in gleicher Form auch für Städte wie München, Essen oder auch Bochum schon momentan bauen. Das ist auch in meiner Ansicht nach eine Investition in die Zukunft, weil also sehr hohe Bandbreiten über dieses Glasfasernetz möglich sind. Wir arbeiten seit einiger Zeit mit der HLCOM zusammen. Wir sind über das Thema Streaming zueinander gekommen, nachdem wir viele Anbieter ausprobiert haben. Streaming ist gerade für 9011 ein absolutes Essential. Das heißt, es ist ein Internetradio, ein Webradioprodukt, was nur über das Streaming überhaupt zu seinen Hörern findet. Wir schätzen die HLCOM sehr, die Transparenz, die Verlässlichkeit und vor allen Dingen den unternehmerischen Geist, den die Kollegen mitbringen. Die HLCOM stellt die technische Plattform für unsere Standortvernetzung dar, das heißt für die Mehrzahl der MDR-Beteiligungen und unterstützt damit wichtige Produktionen für den MDR und Kinderkanal wie Tatort, Polizeiruf. Ja, und wir hoffen, dass wir mit der HLCOM in der Zukunft weiter Projekte im Rundfunk- und Fernsehbereich durchführen können, um die Arbeitsplätze in unseren beiden Unternehmen zu sichern. SPIE ist ein Systemhaus für Gebäudetechnik, Elektrotechnik und Kommunikationstechnik. Wir setzen als IT-Unternehmen auf ein leistungsfähiges VPN-Netzwerk und das wird uns von HLCOM am Standort Leipzig und auch bundesweit an allen anderen Standorten zur Verfügung gestellt. Hervorragend möchte ich sagen ist, dass wir als Lieferant, als System Partner für HLCOM beim Ausbau ihres eigenen Netzwerkes mithelfen können. Wir schaffen Breitband für unsere Mitmieter, Menschen, Firmen mit einer hochwertigen Glasfaser, die über die HLCOM geschaffen wird und die wir gemeinsam mit der HLCOM hier aufbauen und hoffen, dass es so bleibt und dass wir weiterhin über die Jahre viele Anschlüsse bringen und die Stadt weiter nach vorn bringen, um auf dem regionalen Markt, aber auch auf dem internationalen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Wenn man einem wichtigen Tag, zum Beispiel eine wichtige Präsentation mit einem Kunden übers Internet führen muss, was heutzutage gang und gäbe ist, und die Internetverbindung funktioniert nicht, dann hat man vielleicht einen Kunden verloren. Bei der HLCOM haben wir hier vor Ort einen Ansprechpartner, der uns immer zur Verfügung steht und uns direkt adäquat helfen kann, wieder ins Netz zu kommen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man warten muss, bis eine Information von A nach B geflossen ist, um damit weiterarbeiten zu können.